macht ihr denn hier? Okay. So, Kollegen. Wo geht's denn weiter? Hier geht's, glaube ich, weiter. So. Was haben wir denn? Ne, von hier sind wir gekommen. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Das heißt, jetzt müssen wir... Lasst mich das kurz eruieren. Ich renne von mir gerade zu. Okay, das war gerade zu. Nach links ist auch nicht sonderlich viel. Und nach rechts... geil. Was sind eigentlich unsere Ziele gerade? Suchen Sie, wie immer, den Snakefist und den Sanitätsraum. Okay, also doch hier lang. Dachte ich mir schon irgend sowas. Ey, so ein Kühlungsraum wäre jetzt Bombe. Weil die Schule ist einfach so langweilig als, schon als Territorium oder irgendwo als Ort zum Kämpfen. Deswegen, bitte noch was Geileres. Und am besten wäre es noch, wenn die Taschenlampe flackern würde. Weil ansonsten ist es so langweilig, dass einfach alles funktionieren würde. Und ein paar Jumpscares, dass irgendwas von der Decke fliegt irgendwo. Weil ansonsten wäre es einfach zu langweilig. Genau. So ein bisschen nacheinander erst Licht irgendwo und hier kommt was von der Seite. Weil ansonsten ist es auch langweilig. Und, guten Tag. Nee, und überhaupt, allgemein. Deswegen, das ist ohne... Hallo. Nee, ohne macht es einfach keinen Spaß. Was macht ihr denn hier, Alter? Moment. Wo bin ich jetzt hier lange eigentlich? Schimmer? Komm weg. Ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen. Ich glaube, ich muss irgendwo hier lang, ne? Hallo? Komm kurz weg hier. Boah, diese Taschenlampe. Wir sollen da was sehen. Warte mal. Ich muss irgendwo hier noch Munition haben. Chill mal kurz. Ah, nee. Wäre unklug. Gut, ich habe eine Pistole. Das ist cool. Ich muss zugeben, das Spiel, wenn ich jetzt nicht quatschen würde wie so ein Ochse, würde ich jetzt hier mir ein bisschen einscheißen. Alter, was geht mit ihm ab? Okay, ich muss an die Seite. Komme ich nicht hin? Nicht so eine weiteres. Muss ich da hier? Ah, okay. Das habe ich übersehen. Das heißt, ich muss von hier aus. Und du? Was? Was war das denn? Verstehe ich nicht. Ein bisschen Munition wäre auf jeden Fall cool. Oder ein bisschen speichern. Mhm. Ey, die machen aber bloß einmal Schaden und sind dann weg, ne? Das ist irgendwie... ein bisschen lau. Suchen Sie das Ventil, um die defekte Gasleitung zu schließen. Bin mir gerade ein Déjà-vu. Hey! Hey! Läuft bei ihm? Ach, das ist Feuer. Ventil für die defekte... Oh. Okay. Ventil. Wo bist du? Was auch geil wäre jetzt, wenn es noch ein bisschen dunkler wäre einfach, weil es ist so hell und es ist mir einfach zu grell einfach. Das mag ich überhaupt nicht. Warte mal kurz. Ventil. Kann sein, dass wir einfach durch dieses Gas, was ausströmt, einfach so weg sind, dass wir da uns die ganze Scheiße nur einbilden. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir jetzt hier zurücklaufen müssen, nur um dieses Ventil abzudrehen. Das muss irgendwo hier noch sein, vorne, wo wir waren. Wenn es wäre ja vollkommen sinnlos, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt das ganze Level zurücklaufen müssten. Ach, er verfolgt uns quasi. Das heißt, er puncht uns einmal voll ins Gesicht. Und sagt er tschüss. Und kommt später wieder.
Seht ihr hier irgendwo einen Hebel? Also nach Gas sieht das schon mal aus, aber... Nicht irgendwo nach... Nicht irgendwo nach was zum Abdrehen. Ah. Habe ich vorhin übersehen. Okay. Mission erfüllt. Boah, kalter Kaffee ist geil. So, jetzt geht erstmal die Tür zu, auf jeden Fall. Weil jetzt, was? Ich würde aber gerne hier durch, ne? Ist dir klar? Ich würde dann trotzdem hier durch. Weil, ich muss hier durch. Und wie gesagt, es ist mir noch zu hell, also ich würde es gerne ein bisschen dunkler haben. Ich muss dazu sagen, ich finde es schon gerade ein bisschen gruselig, aber... Tja, wie gesagt, das ist zu inflationär. Das ist nicht so, dass ich hier durchrennen würde und plötzlich von einem mit auf den anderen kommt so ein Vieh... Nee, alle 3 Meter kommt hier so ein Vieh. Das ist mir zu viel, da bin ich nicht so... mehr anfällig für. Hab ich übrigens gesehen. Macht denn das überhaupt Schaden? Ich meine... Warte mal. Ich gucke jetzt mal auf unseren Energiebalken. Okay, macht wirklich Schaden an uns. Weil er drischt da schon seit einer halben Stunde auf uns ein. Aber ich glaube, er macht doch weniger Schaden als wir, wenn wir wenig Lebensenergie haben. Also, wenn wir fast tot sind, regenerieren wir unsere Lebensenergie schneller, als er in dem Moment... runterklappen kann. Das heißt, du chillst mal seine Basis, weil das ist mir gerade relativ wumpe, was du machst. Weil ich will einfach durch. Gut, okay. Aha. Klingt wie ein Mammut mit Durchfall, aber okay. So, jetzt ein bisschen Feuerwehr, geil. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter. Wir müssen ja noch ein Sanitärshaus. Das ist natürlich extrem geil, dass wir jetzt bloß Munition für unsere Pistole haben. Jetzt ein bisschen Datenspeichern, wäre auch cool. Boah, jetzt mal eine Schießerei. Ich bin so zu weit. Ich hab dich gesehen, du lebst noch. Oder bist du was? Genau. Okay. 5 Headshots und tot bist du. Typisch Shooter eben. So. Moment. Wir haben jetzt ja ihn gekillt, das haben wir ja theoretisch. Moment, das war unser Großer. Na okay, den nehmen wir easy erstmal. Chill. Ah, da kommen wir nicht hoch, okay. Das heißt, wir müssen erstmal, jo, Grüße, hi, na? Boah, ey, 9 FPS, ohne Witz. Irgendwas geht ja mächtig ab gerade. Jo. Was? Rakete? Chill, muss nachladen. Gut. So, was haben wir hier schon? Das Hinweis aufnehmen. Teams A, B und C. Richtet die Feuerzone um das Verwaltungsgebäude ein. Aus der ganzen Stadt werden Feinde gemeldet, die sich auf diesen Ort zubewegen. Rechnet also mit einem langen Kampf. Team D, versucht die Feuerteams zu befreien, die bei der Cafeteria festsetzen. Holt alle verfügbare Munition aus den temporären Nachschubdepots. Und was immer ihr bei Gefallenen finden könnt. Wir werden jede Patronen
Patrone brauchen, die wir finden können. Jetzt kann ich eben mal hier scrollen. Ja. Zieht euch zum Verwaltungsgebäude zurück und unterstützt die Verteidigung, wenn ihr diese Ziele erreicht habt. Team E und Räumkommando, begebt euch zu Colonel Wannecks Team im Sanitätsraum. Da müssen wir auch hin. So ein blöder Zufall. Mensch. Und ich dachte schon, wir sind da alleine. Ist ein Ding. So, ein bisschen... Wir sind ewig in die Fahrstuhl gefahren, ne? Derzeit. Oh. Hab ich schon? Hallo? Ah. Alter, jetzt mal 9 FPS, ey. Hallo? Nenn mich noch einmal Mistkerl, sag ich dir. So, was haben wir hier Schönes? Brand Grenade. Hammerhead. Cool. Wir haben wieder Munition für ihn hier. Also, wir sind ja schon im Sanitätsraum, oder... Nee, die müssen erst hin, ne? Oder haben die... Moment. Ach, keine Ahnung. Wir werden es schnell gleich rausfinden. Sturmgewehr. Warte mal, haben wir das... Das war wirklich das, was wir gerade zurückgestellt hatten, ne? Genau. Aber können wir gerne mitnehmen, weil das macht ein bisschen mehr Schaden als unser kleines Maschinenpistürchen. Mal so ein alter, verpixelter DDR-Drucker, auch geil. Nurse's Office. Principal... Blablabla. After-School Problem. Moment. Problem? Programm. Freudscher Versprecher. Finance oder Office? Office, ne? Optimal. So, was haben wir hier? Jetzt mal Hinweis, ey. Richtig geil. Paragon Recruiterings Program, Tal Program, Rotkirchen. Die Schüler der Rotkirchen Testgruppe wurden mit Placebo und Nahrungsergänzungsmitteln behandelt. N. Erwartetes Verhalten. Normale Entwicklung der kindlichen Intelligenz mit einigen falschen Positivmeldungen aufgrund von möglichem psychischem Potenzial. Phase 2 Ergebnisse wie erwartet mit Abweichungen im Rahmen der Toleranz. Jut. Also hätte auch ein einfaches Nein gereicht eigentlich, ja? So, wir müssen... Moment. Wir kamen jetzt von da. Sind hier hin. Und hier ist er nach rechts. Okay. Ich muss nur aufpassen, weil ich habe, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, das Talent zurückzulaufen. Suchen Sie einen Sicherheit... Okay. Was denn hier? Nurse's Office. Das ist der Sanitätsraum, den wir wahrscheinlich suchen müssen. Nurse's Office. Nurse's Office. Leute, bräuchte man Ausweis... Hier. Warte mal, ich bräuchte mal die andere. Ich finde die Waffe so geil. Die macht wenigstens gescheit Schaden, ey. Hat zwar wenig Munition und wenig Frequenz. Fälle hier mal ein bisschen kicken. Wir brauchen so einen Sicherheitshinweis. Hier wahrscheinlich nicht. Boah, nicht schon wieder Fahrstuhl fahren. Wir sind gerade erst in die richtige Etage gekommen. Und jetzt schon wieder Fahrstuhl fahren ist doch... Oh, er ist sogar sauber. Das ist so gutes. Jetzt mal... Na gut, 14 FPS geht eigentlich. So. Das wird, glaube ich, ungut.
Diese spannende Atmosphäre. Wisst ihr, für was das Zeit ist? Für ein kurzes Päuschen, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! Kurzer Nachtrag, es ist gerade ziemlich hell, wie ich sehe. Das heißt, das ist mir während der Aufnahme nicht aufgefallen, weil ich das Fenster fürs Video nicht offen habe. Das heißt, ich glätte für die Stimmung, auch wenn ich jetzt mir vorgenommen habe, das durchzurocken. Ich dachte nicht, dass es so schnell hell wird. Es ist jetzt gerade mal... Kein Uhrzeit. Es ist gerade mal 5:30 und ich werde das Ganze heute Abend oder demnächst auf jeden Fall weitermachen, wo es dunkel ist. Auch wenn die Qualität da nicht so geil ist, aber zumindest ist es von der Atmosphäre her bisschen geiler. Bis zum nächsten Abend. Tschüss!